Herzlich willkommen, Freunde, zurück in meinem Kanal. Ja, heute geht es um das Thema Marconi, dem Italiener, dem es zum ersten Mal gelungen war, eine Funkverbindung, wenn auch noch über eine kurze Strecke, aber eine Funkverbindung zu realisieren und sich damit mit seinen Versuchen auf dem deutschen Physiker Heinrich Hertz stützte, der ja nachgewiesen hatte, dass es elektromagnetische Wellen gibt. Und diese elektromagnetischen Wellen wollte der Herr Marconi nutzen, um Funkübertragungen zu ermöglichen. Und er dachte vor allen Dingen an die Telegrafie, also um ganz normale Strich-Punkt-Codes zu verwenden, den Morse-Code beispielsweise, um damit eben Verbindungen vor allen Dingen für die Schifffahrt zu ermöglichen. Denn die Schifffahrt war bis dahin ja im Grunde, wenn sie einmal abgelegt hatten im Hafen, relativ auf sich gestellt. Und der Marconi hatte im Kopf, doch hier mal diese Verbindung über solche Funktelegrafie-Einrichtungen im Grunde mit den Schiffen zu halten. Ist eine wichtige Geschichte natürlich, wenn wir an die Titanic und anderen Katastrophen in jener Zeit denken, dann können wir uns vorstellen, dass das eine ganz große Hilfe ist, wenn ich dann natürlich in einer solchen Situation über so einen Marconi-Sender dann schließlich auch um Hilfe rufen kann. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Und um dieses Thema herum soll es also jetzt hier gehen. Am 29.10.23 abends um 20 Uhr wird ja in Deutschland der Rundfunk genau 100 Jahre alt. Ich hatte davon ja schon mehrfach berichtet. Und diesen Termin wollen wir zum Anlass nehmen, im Schloss zu Neuhaus ein Event zu veranstalten, um im Grunde an diesem Tag diese Grundlagen der ersten Funkübertragungen zu realisieren und vorzuführen, vor allen Dingen der Öffentlichkeit vorzuführen. Und was ihr hier im Bild seht, sind im Grunde schon die Exponate, die wir bei dieser Veranstaltung in den Mittelpunkt stellen wollen, um im Grunde dann genau diese Technik, wie das Ganze funktionierte, wie die Zusammenhänge vor allen Dingen hier zu sehen sind, das wollen wir natürlich da mal darstellen. Ne? Und hier waren wir in der Lage, also schon Morsezeichen zu empfangen, die dann in der jetzigen Form über die Klingel, wie es hier gerade sicherlich deutlich wahrzunehmen war, über diese Klingel dann zu empfangen und im Grunde diese Morse-Signale selbstverständlich wieder auszuwerten und als Nachricht dann natürlich unter Umständen weiterzureichen, je nachdem, an wen diese Nachricht natürlich entsprechend adressiert war. Für diese Veranstaltung suchen wir noch händeringend Unterstützer und Sponsoren. Also wenn ihr in irgendeiner Form eine Möglichkeit habt, uns da so ein bisschen was zur Verfügung zu stellen, dann würden wir uns extrem darüber freuen. Ne? Ihr wisst, so eine Veranstaltung ist mit Putzfrauen und allem Möglichen immer auch ein finanzieller Aufwand. Und da müssen wir irgendwie sehen, wie wir das Ganze natürlich dann auch kostentechnisch gedeckelt bekommen, weil wir arbeiten ja ausschließlich im Ehrenamt. Das muss ich an dieser Stelle natürlich unterstreichen. Ja, und da werden wir, wie der Herr Marconi das 1895 in London original gemacht hat, werden wir versuchen, dann auch die Öffentlichkeit im Grunde zu überraschen mit einem solchen Marconi-Empfänger, wie hier im Bild also zu entdecken. Und das machen wir natürlich in Originalkostümen der Zeit, ne? Und ich denke, das wird eine richtig dolle Geschichte. Selbstverständlich werden wir von der Veranstaltung wie immer auch einen Film machen, euch hier bei YouTube selbstverständlich wieder zur Verfügung stellen. Aber wer in der Nähe irgendwie sein Zuhause hat, der kann dann natürlich gerne in Richtung Paderborn, denn dieses Schloss zu Neuhaus liegt im Stadtbereich Paderborn, kann natürlich sehr gerne an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Im Moment sind wir noch in der Planungsphase. Ihr seht auch hier an unserem Makuni-Empfänger, er ist noch nicht ganz fertig, ne? Aber bis zum 29.10. haben wir auch noch ein bisschen Zeit und ich denke, das wird was, ne? Und ich zeige euch nochmal, wie der Empfänger hier eben reagiert. Ihr seht hier vor allen Dingen das Relais, was eine gewisse Vorspannung hier hat, um dann über ja, die empfangenen elektromagnetischen Signale dann eben die Klingel auszulösen. Ich zeige euch das hier nochmal im Detail. Also das funktioniert schon ganz, ganz wunderbar, ne? Angeschlossen haben wir an dieser Stelle noch eine 9-Volt-Batterie für den Coherer. Die soll natürlich auch noch ein bisschen anders gestaltet werden, zeige ich Ja, euch jetzt. jetzt. Spannungsquelle 9 Volt, ihr seht hier die Batterie, liegt jetzt anschlusstechnisch quasi zwischen diesem Coherer in Reihe, ne, zu dem gerade eben noch gezeigten Relais hier auf der Seite. Ne. Also wenn der Fritter oder Coherer, wie wir ihn ja nennen, ne, wenn der im Grunde eine elektromagnetische Welle empfängt über die Antenne, dann würde hier im Grunde würden sich diese Späne, diese Pfeilspäne ausrichten, einen Kontakt zwischen rechten und linken Anschluss im Grunde realisieren und dann im Grunde natürlich dann dieses Relais hier im Topf entsprechend auslösen und über das Relais im Grunde hier unsere elektrische Klingel. Da können wir selbstverständlich dann auch ein Telegrafensystem noch anschließen, zeige ich euch gleich im Bild. Ne? Ja, das Ganze wird dann, was die Batterien anbelangt, hier in diesen schönen Töpfen verschwinden. Da sitzen jeweils zwei solcher Wattebatterien dann übereinander in diesem Zylinder. Und wenn wir das eben dreimal hintereinander machen, in Reihe geschaltet, dann haben wir wieder unsere 9 Volt, die wir, wie gerade ja schon erzählt, für diesen Fritter denn auch wirklich brauchen, damit also diese Klingel hier sauber entsprechend ausgelöst wird. Ne? Das Relais schaltet eine Spannungsquelle, die wir hier nochmal als Batterie sehen, ne? 6 Volt, schaltet oder verbindet im Grunde diesen Stromkreis mit der Klingel, sodass die Klingel dann mit diesen 6 Volt entsprechend ausgelöst wird. Das zeige ich euch auch noch mal im Detail jetzt. Ja, hier unten schließlich die historische Klingel, wie ihr sehen könnt. Hier noch mal das Telegrafenrelais. Und wenn ich jetzt eben hier meinen Lichtbogensender betätige, dann sehen wir jetzt also wunderschön diese Reaktion, um die es jetzt geht. Das heißt, ich könnte mit diesem System jetzt durch den Raum marschieren, ne? Und wir könnten drahtlos, wie der Herr Marconi das in London, wie gesagt, demonstriert hat, könnten wir drahtlos also im Grunde hier diese Klingel hier betätigen. Und das war 1895 eine Riesennummer, ne? Das können wir uns vielleicht vorstellen. Keiner konnte sich vorstellen, wie das denn wohl funktionieren sollte hier, ne? Was der Herr Marconi da so Tolles aufgebaut hatte hier mit seinem Experiment. Und er meldete selbstverständlich ganz schnell auch ein entsprechendes Patent hier in London an, um diese Idee dann natürlich zu schützen. Und damit war er der Erste, der im Grunde dann die Funktechnik, die eigentlich ja erfunden war von Heinrich Hertz, dem Physiker, im Grunde jetzt in dieser Art und Weise zu nutzen und später dann mit richtig guten Antennen auch dann richtig ordentliche Verbindungen über viele, viele Hunderte und Tausende Kilometer später realisieren konnte und damit im Grunde die Schiffe mit Nachrichten und das natürlich auf beiden Wegen vor und zurück entsprechend versorgen konnte. Neben dem hier gezeigten Exponat wollen wir natürlich einiges quasi für diese Veranstaltung bereitstellen. Das wird hochspannend, könnt ihr euch sicher vorstellen. Dies soll im Grunde nur ein erster kleiner Eindruck sein, um was es da gehen wird. Und ja, also nochmals, wer die Möglichkeit hat, dieses Event zu unterstützen, macht es doch bitte gerne. Ich glaube,
dass das wirklich eine reizvolle Geschichte wird. Und ich zeige euch nochmal den Funkensender, den wir jetzt hier zunächst mal sehr einfach zusammengebastelt haben, um einfach über diese Funkenstrecke hier vorne an dieser Zündspule eines Kraftfahrzeugs quasi dann die Signale auszulösen. Ich zeige euch das nochmal. Ja, da hat der Fritter gerade ein bisschen geklebt, ne? Sowas kann natürlich auch noch vorkommen, ne? Noch sind wir ja noch nicht fertig, ne? Und wenn der Fritter natürlich über den Klopfer den Stromkreis nicht wieder öffnet, dann haben wir so ein Dauerklingeln. Das war gerade der Fehler, den ihr hier schon erlebt habt, ne? Was natürlich auch funktioniert, das ist dieses Gerät hier im Grunde als Blitzwarner oder Gewitterwarner zu verwenden, hat man auch damals darüber sehr gut realisieren können. Das heißt, ob dieser Funke, den ich jetzt hier erzeugt habe an meiner Zündspule, ob dieser Funke sozusagen auch durch Gewitter, die von außen natürlich uns annähern, hier ausgelöst wird, das ist natürlich unserem Empfänger hier gleich, ne? Und da wir im Moment sehr schwüles und gewittriges Wetter haben, reagiert natürlich hier unser System auch auf diese elektrostatischen Entladungen, genannt Blitze in der Atmosphäre, und reagiert hier entsprechend, ne? Also das werden wir hier immer wieder erleben zwischendurch, dass bei einem Gewitter im Grunde dann hier die Klingel in diesem Fall anspricht. Also, wenn ihr irgendwelche Unterstützungsideen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir würden uns sehr darüber freuen. Auch wenn es den einen oder anderen unter euch gibt, der möglicherweise eigene Empfangs- oder Sendesysteme aus dieser Marconi-Zeit im Grunde nachgebaut oder vielleicht sogar im Originalen noch besitzt, dann würden wir euch herzlich einladen, doch in dieser Veranstaltung mitzuwirken mit euren Exponaten. Wenn ihr nicht selber anreisen wollt, dann würden wir selbstverständlich diese Exponate mit darstellen für euch. Das können wir beliebig abstimmen, wie immer ihr das dann am Ende machen möchtet, ne? Oder haben möchtet. Ja, ich bin gespannt, ja, was aus dieser Idee, dieses Events dann schließlich wird. Wünsche euch zunächst mal eine schöne Zeit. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ade und bye bye.